Wünsch dir was. Kommt gleich Aladdin raus. Oder Genie. Nee, wie heißt der Genie? Der Genie kommt raus. Jo, moin Leute, wir sind wieder in der Halle. Heute geht's diesmal um den Ford ST, den wir euch im letzten Video vorgestellt haben. Hier steht das gute Stück, Göki ist auch schon am Start. Und wie wir im letzten Video schon gesagt haben, kann er nicht mehr schalten, beziehungsweise sind die Schaltseile verklemmt, würde ich jetzt mal behaupten. Die klemmen auf jeden Fall, die hat er auf jeden Fall neu bestellt jetzt, sind auf jeden Fall am Start. Und wir werden die jetzt tauschen und hoffen, dass es das Problem behebt. Und ja, da werden wir euch jetzt mal mitnehmen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Haut rein. So, das hier ist die ganze Schaltkulisse. Im Endeffekt, die weißen Dinger hier, das sind die Schaltseile. Und die gehen bis in den Motorraum komplett vor. Das Licht ist natürlich sehr beschränkt hier drin jetzt, aber man sieht es, denke ich mal, wenn man mal schaltet mal. Da merkt man schon, das schleift irgendwie. Also das schleift auf jeden Fall irgendwo. Wir sind uns nicht sicher, woran das liegt. Da kommt auch irgendwie so komisches Zeug mit. Ja, wir haben es letztens gefettet gehabt, aber... Ja, das Fetten hat auch nicht mehr viel gebracht, genau. Dann hat er die komplette Schaltkulisse hat er auch noch mitbestellt. Die tauschen wir auch gleich. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und wir melden uns, wenn wir zu irgendeinem Ergebnis gekommen sind. Und hoffen natürlich, dass das Ganze funktioniert. So, dann machen wir hier. Ja, also die Schaltkulisse ist auf jeden Fall nicht defekt. Ich habe die Sicherheitskamera angestellt. Die rutschen alle durch. Ich habe halt so gefettet, damit das, man hört nicht mal was. Ja gut, ist ja klar, weil du jetzt die Seile dran hast. Das macht ja nichts mehr, das ist ja klar, dass die so lose ist. Aber die ist eigentlich gut. Ja. Ja, vielleicht lassen wir die mal drin. Mal schauen, Schaltkulisse ist ja nicht mal so schwer gewechselt. Ja, eben. Ja. So, einmal die Seile. Die macht man hier. Das ist die Sicherung. Einmal drehen. Ja. Man sieht hier ganz genau, wenn ich hier drehe, dass er sich löst. Oh, die sind jetzt schon lose. So, erstes Plastik weg. Der sitzt da unten. Die zwei müssen wir auch lösen. Oh, Alter, die sitzen nicht so weit hinten. Ne? Ach du Scheiße. Okay. Ja, die müssen wir auf jeden Fall lösen. Und dann kann man eigentlich die Seile rausziehen. Wenn es nach Plan läuft, ja? Wenn es nach Plan läuft, ja, so, wir haben jetzt die Durchführung mittlerweile angelöst. Das Ganze sieht jetzt so aus. Versuche ich das jetzt mal zu zeigen. Hier ist es ziemlich dunkel. Moment, ich muss mal kurz die Kamera drehen. So. Jetzt, wenn man da unten guckt. Hier. Das ist die Durchführung. Im Endeffekt haben wir das hier jetzt gelöst. Das hier, ja. Und jetzt müssen wir das unterm Auto noch lösen. Da nehme ich euch gleich mal mit. Und zeige euch mal, wie das unterm Auto aussieht. So. Man könnte auch die Hebebühne benutzen, ne? Aber warum einfach, wenn es auch schwer geht? So, da haben wir das Ganze schon mal geöffnet. So sieht das Ganze hier unten aus. Da ist die Schaltkulisse. Da muss man das hier oben rausdrehen. Genauso wie den oberen da. Den muss man genauso rausdrehen. Und ja. Was soll ich jetzt gleich mal machen und gucken, ob das Ganze funktioniert. Kann ich auch hinstellen. So. Stellen wir uns
schon mal hin. Das ist natürlich alles nicht wirklich Eisen. Das hebt natürlich sehr gut. Oh, hier hebt's gut. So. Einmal die. Hm. Jetzt gucken wir mal, ob wir das einfach runtergehebelt bekommen mit dem Schraubenzieher. Ich habe natürlich keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Gehen jetzt mal hier mit dem Schraubenzieher rein. Hoppala. Taschenlampe weg, alles dunkel. So. Das hier ist das erste Seil. Oh, heiliger Zack. Aua. So. Das Ganze da auch drunter. Unten, drunter, wie auch immer. So, wir haben soweit alles gelöst. Jetzt müssen wir mit dem Auto auf die Hebebühne. Wir haben es auch schon hingeschoben, wie man sieht. Und jetzt müssen wir von unten gucken, dass wir die Durchführung von Motorraum in Innenraum, da ist das, wie soll ich sagen, da müssen wir gucken wegen der Durchführung, ob das da irgendwie hebt oder ja, deswegen machen wir ihn jetzt auf die Bühne und schauen mal, was so passiert und geht. So, unser dritter Mann ist auch am Start. Moin. Also wir wollen jetzt diese Schraube am Hitzeschutzblech da lösen. Diese, damit wir das runterziehen können und da oben an die Seile kommen. So, wir haben das Hitzeschutzblech leider nicht ganz abbekommen, weil das Problem wäre, wir müssten da jetzt den Auspuff entfernen und das haben wir eigentlich nicht geplant gehabt, da haben wir eigentlich keinen Bock drauf. Jetzt haben wir die Schaltseile mal von vorne nach hinten drüber geholt. Da sieht man leider nicht viel, kann ich euch leider nicht viel zeigen. Aber wer probiert jetzt gerade von innen die Schaltseile zu ziehen und dreht entsprechend komplett am Rad. Der klemmt irgendwie am Blech jetzt, glaube ich. So, wir haben es geschafft. Hoffen wir mal. Ah, drin muss man noch anklemmen. Warte mal, jetzt kommt man noch von anderen Seiten. Wenn man ihn ganz drauf macht, dann... Ich wollte mich schon in die Hose kriegen. Jawohl! Perfekt! Bist du schnell? Sorry about. Fazit? War genauso schnell, wie du gedacht hast? Nicht. Niemals. 2 Minuten, gell? 2 Minuten. Niemals. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die Arbeit erfolgreich abgeschlossen. Es hat funktioniert, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und das war's dann erstmal für heute. Wie viel haben wir denn? 10, oder? Ja, auf jeden Fall spät genug. Es reicht, es dunkel draußen. Wir werden jetzt zusammenräumen, nach Hause fahren. Und dann werde ich anfangen, das Video zu schneiden. Und ja, in dem Fall, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat,
Daumen nach oben, ihr kennt es ja, lasst ein Abo da. Wenn ihr eine Benachrichtigung haben wollt, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, schönen Abend euch, haut rein. Oder Jungs? Ja. Göcki? Ciao. Ciao.